Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir sind hier immer noch auf der Insel. Was war das jetzt? Ein Palmblatt. Nice. Den haben wir weggeschossen. So will ich das sehen. So, die Frage ist jetzt, was haben wir hier? Wir müssen das ein bisschen sortieren dann. Für den Fall, dass da was anderes ist. Und was haben wir jetzt alles? Nice. Das heißt, dann können wir wieder uns hier drauf fokussieren. So, Mangosamen, Palmblatt, Palmblatt. Nice. Und Ananas. Haben wir Ananas auf Tasche? Nein. Was haben wir weggeschmissen? Autsch. Wir haben wahrscheinlich die Ananas weggeschmissen. Dann nabulieren wir mal die Wassermelonen. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir fällen können? Nö. Das. Doch, hier. So. Ach ne, jetzt haben wir wieder die Palmblätter auf Tasche. Dann das weg und nehmen wir doch die Ananas mit. Und wir haben hier noch andere Samen gehabt. Toll. Was sollte ich mit diesen Samen machen? So, dann machen wir das vielleicht mal so. Da, wo wir die Dingens hatten. Die, den Bogen hatten wir da, glaube ich, gehabt, ne? Ja, der Bogen. So. Nein, komm. Nice, der hat uns nicht erwischt. Ui, noch eine Kiste. Und noch ein paar Wassermelonen. Oh, was haben wir? Okay, dann, so. Kletterpflanzen. Und Glas haben wir hier. Dann, komm. Komm. Nee, wir schmeißen das weg. Und das hier. Dann nehmen wir das Glas mit. Die Wassermelonen eben. Das waren jetzt Wassermelonsamen. Gut, die brauchen wir auch nicht. Das hier nehmen wir auch noch mit. Planke? Haben wir keinen Platz für Planken mehr? Dann schmeißen wir das weg. Aua. Planke. Palmblatt, Mangosamen. Planke. Palmblatt, Mangosamen. Die Planken sind wichtiger als alles andere hier. Zumindest für unser Vorhaben aktuell. Rote Beeren lassen wir erstmal dann sein. So, jetzt schauen, auf welcher Seite ist unser Schiff. Wo ist denn die agonische Maid? Danke, Gulliver. Nein, nein, nein. Oh, ich dachte schon. Auf welcher Seite ist denn die agonische Maid? Ich sehe die gar nicht. Toll, dann dürfen wir die komplette Insel einmal wieder umrunden. In der Hoffnung, dass wir die vielleicht doch noch finden. Versuch's mal so. Nein! Aua! Ja, was ist denn da? Palmsamen. So. Schauen wir mal, wo die ist. Wo ist denn unser Schiff? Ich glaube, hier sind wir schon mal richtig, dass wir in diese Richtung müssen. Ah, wir essen vielleicht noch mal ein paar Pilze. Und trinken eine Ananas.
So. 68 haben wir wieder. Nice. 68 Planken. Ananas. Ui. Nee, 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 ganz weg. Gut. Der hat uns nicht erwischt. So, das kann weg. Ah, geil, Wassermelone. Okay, Wassermelonen haben wir auf Tasche. Ich hatte jetzt kurz gedacht, wir haben die Wassermelonen weggeschmissen und dafür die Samen mitgenommen. Aber ich finde es schön, dass das Spiel manchmal auch doch schafft zu unterscheiden, was wichtig ist und was nicht. Die Samen sind noch nicht so wichtig. Aber wir nehmen das Fass hier vorne mit. Und Planke, Schrott und Plastik. Plastik schmeißen wir weg. Wir gehen lieber mal auf. Jetzt ist sie egal. Und die nehmen wir auch noch mit. Aua. Dankeschön. Und jetzt. So. Dann sind wir wieder an Bord. So. Und dann gehen wir wieder auf Kurs. Hä? So. Oh. Planken platzieren. Die Planke platzieren. Dann machen wir erstmal wieder die Steaks hier drauf. Und dann können wir hier erstmal wieder einsortieren, was hier reingehört. Hier, das kommt da rein. Das kommt hier rein. Glas haben wir jetzt 12 Stück. Nice. Bolzen. Wo haben wir die Bolzen? Hier. Rot. Ja. Haben wir zu viel. So, und dann kommen hier die Kokosnüsse, die Mangos, die Wassermelonen, die Rüben müssen wir noch kochen, Ananas. Kartoffeln müssen wir auch noch kochen. Wir müssen so viel noch kochen. Ui, und hier ist schon soweit. Nice. So, ne, Kupfer ist wichtiger. Ja, ich würde sagen, Kupfer ist wirklich wichtiger. Können wir das auch wieder einlagern? Den hier. Warte mal, dann können wir vielleicht schon mal den ersten Motor hier bauen. Nein, können wir nicht. So, was brauchen wir dafür? Eine Leiterplatte, okay. Einen können wir schon. Das heißt, dann einen Motor haben wir. So, wo ist denn der im Inventar? Ah, hier sehe ich schon. Kann ich den so hier nicht bauen, oder? Okay, so eher weniger. Ah, so kann ich den bauen. Okay. Alles klar, so wird der gebaut. Wie sieht das von oben aus? Weil ich sehe, der glitscht da oben durch. Ja, okay. Das können wir überleben. So, Kupferbaden ist soweit. Nice. Noch ein paar Planken rein. So, hier haben wir noch einen. Dann können wir hier noch eine Leiterplatte bauen.
Und dann haben wir jetzt den zweiten Motor auch schon mal. Der dann hierhin gehört. So. Und der muss in die Richtung drehen dann. So, dann ist die Frage, wie rum machen wir das dann? Beziehungsweise ich würde sagen, das sieht so aus, als müssten wir Rohre bauen. Dann würde ich sagen, die Rohre machen wir vielleicht nach da lang. Nach hierhin würde es Sinn machen. Und wir brauchen jetzt endlich mal die Wände für hier unten, weil wir oben jetzt durch haben. Würde ich sagen. Achso, den können wir auch einmal abmachen. Dann machen wir hier eine hin. Und hier. So. Oder wir machen, dass die hier durchgehen, sich irgendwie hier treffen an so einem Teil. Ja. Machen wir so, dass es hier hingeht. Hier wird das getroffen. Und dann haben wir hier irgendwie so ein Ding, womit wir die immer wieder auffüllen können. So machen wir das auf jeden Fall dann. So. Kupferbarren rein, Planke rein. So, Fleisch ist auch fertig. Und dann wieder hier einlagern. So, dann können wir den Kupferbarren auch wieder hier reinpacken. So, das brauchen wir nicht. So. Was wir aber gleich auch noch machen müssen, ist wieder Fässer sammeln. Haben wir irgendeins übersehen gehabt? Ja. Wir haben da eins übersehen. In den kommen wir nicht mehr ran. So. Oh, Steine haben wir. Jede Menge. Nice. Und sowas hier. Sowas hier. Ein Plastik fehlt uns ja für die Vervollständigung hier. Ne, uns fehlen 10. Okay, dann müssen wir noch mal ein bisschen Plastik sammeln, damit wir wieder voll haben. So. Ui, Planken brauchen wir hier auch wieder zum Vollmachen. So, und dann hier, da können wir ich habe den Metall jetzt weggeschmissen. Ach nein. Oh, wie dumm kann man sein? Ich habe das Metallerz weggeschmissen. Oh. So, wir müssen aber ein bisschen wieder was essen. Oh, ich bin echtes Genie. So, trinken müssen wir auch noch. So, den erwischen wir aber. Der kann uns nicht entkommen. So, dann können wir das wieder hier einlagern. Ah, nice, hier ist schon soweit. Den rein. So. Da kommt schon eine Kiste an. Ich hoffe, den erwischen wir jetzt. Nein. So werden wir den aber erwischen. Kann doch nicht sein. So, jetzt haben wir den.
Und da hinten. Boah, das war jetzt aber echt dumm von mir, dass ich den Metallerz weggeschmissen habe. So, was schmeißen wir jetzt hier rein? Plastik müssen wir voll machen. Seile müssen wir auch wieder voll machen. Okay, Schmutz haben wir nur 10. Was haben wir mit dem ganzen Schmutz gemacht? So, wir können unten nochmal ein Stück von dem Raum erweitern. Ich weiß jetzt nicht, ob das so klappen wird, wie ich das mir gerade im Kopf ausmale. Ich mache deswegen erstmal nur so. Da kommt wieder eine Kiste an. Nice. Und einige Fässer. Achso, wir können das Schild ja wieder platzieren. Komm, den machen wir mal hier hin. Überlebenstage 54. So, erst die Kiste, dann das Fass. So. Und den haben wir nicht mit erwischt, also die Planke. So. Dann können wir das wieder wegschmeißen, das können wir wieder wegschmeißen. So, dann können wir das hier erstmal wieder voll machen. So auch nochmal. Das brauchen wir nicht. Ich pack das mal erstmal hier hin. So, und dann hier nochmal eine Wand. Und hier. Und dann würde ich sagen, achso, hier müssen wir auch noch eine Wand machen. So und so. Oder? Bin mir da jetzt nicht sicher. Bei der Treppe, da überlegen wir es nochmal, wie wir das machen. So, erstmal auch wieder um das Essen uns kümmern. Wir haben keine Planken hierfür mehr. Aber Kupferbarren immer noch. So, öffnen. So, den kriegen wir. Warum können wir die Palmblätter nicht als Brandmaterial nutzen? Wäre schön, wenn wir das so nutzen könnten. Anstatt, dass wir hier die Planken da reinballern. Ah, der zeigt sogar leicht nach links. Können wir ein bisschen beidrehen. So, ein kleines bisschen. Aber ich freue mich. Wir kommen hier, was das Schiff angeht, sehr gut voran. Was ich aber jetzt noch nicht gemacht habe, was mir gerade auffällt. Wir haben hier ja Radio Tower, Wasagatan, haben wir schon gemacht. Bei Boa Island ist das nächste. 0373. Hier Wasagatan, da haben wir aber. So, warte. Das ist ja das erste und zweite, dritte und vierte Seite, Radio Tower. Dann hier Wasagatan. Haben wir auch ganz schön viel. Und dann 0373. Müssen wir hier eben vielleicht mal eingeben, einschalten. So, nein. Ah, genau, warte, erstmal hier so. 0 3 7. Und dann nochmal hier 3. Ist das
Das müsste dann wahrscheinlich das Blau hier da sein. Okay. Da kommen wieder neue Fässer. Haben wir welche übersehen? Wahrscheinlich wieder. Ich glaube, wir haben wieder ein paar Fässer übersehen. Und da ist wieder eine kleine Insel. Ich glaube, wir kommen jetzt erstmal damit zurecht. Und Vasagatan kümmern wir uns ein andermal drum. Aber nicht mehr heute. Denn heute müssen wir jetzt erst einmal uns um unser Schiff kümmern. Weil das muss hier größer werden, finde ich. Wir müssen hier noch weiter ausbauen. Wir müssen irgendwie auch an Federn kommen. Damit wir vielleicht uns sogar noch einen Pinsel bauen können. Und das Schiff mal anfangen hier zu streichen. Das haben wir bisher noch nicht machen können, obwohl wir das vorhatten. So, hier machen wir nochmal voll. Der hier braucht auch nicht mehr viel. Und dann noch einmal wegschmeißen. Haben mehr als genug davon. Ich muss aber auch ehrlich sagen, eigentlich ist das hier schon ein relativ groß hier, was ich hier mache. Zwar von außen die Wirkung relativ klein, ja, für eine Brick. Aber wenn man so drauf ist, ist das schon groß. Vor allem, das wird hier noch, also diese Etage, da kommt noch hier drüber noch eine und noch ein ganz, ganz kleiner Raum ganz oben. Also es bekommt hier noch zwei Etagen auf jeden Fall. So. Dann nochmal voll machen und hier wegschmeißen. Wie sieht es hier aus? So, dann können wir nochmal die Kartoffeln drauf. Da Fleisch. Oh, zwei gekochte Rüben, genau, die wollten wir auch noch hier rein. So, 13 haben wir jetzt. Palmblätter, warum haben wir wieder Palmblätter auf Tasche? So. Ich dachte schon, da wäre wieder ein Fass, den wir fast übersehen hätten. Mit 4 kann ich nichts anfangen gerade. Können wir eigentlich noch irgendwas bauen? Hier vielleicht irgendwie. Mal schauen. Stabiler Holzzaun. Ja, sowas würde ich hier machen. Und dann hier stabiles Holztor. Ja, würde ich auch vielleicht mal sowas machen in der Richtung. Aber wir bleiben erstmal hier bei den stabilen Wänden. Wenn wir was bauen. Da haben wir wieder ein Fass. Und was war das wieder für ein Ruckler? So, wir haben wieder ein bisschen was. Und wir haben wieder das... Nein! Aua! Geht hier nichts über meine hier Planken. Schmeiß ich aus Versehen das Falsche weg. Das sollte weg. Boah. Einfach mal 7 Planken fast endgültig verloren. Aber gut, dass mir das noch rechtzeitig aufgefallen ist. Und ich dann auch hinterher springen konnte. Das hier weiß ich noch nicht, wofür wir das machen. Aber ich würde sagen, als nächstes machen wir hier die stabilen Türen. So. Dafür brauchen wir wieder auch Nägel. Da kommt eine Insel.
Wir drehen ein bisschen bei. Jo, ich fühle mich hier echt wie so ein Kapitän mittlerweile. Da habe ich auch schon ein bisschen Bock, auch mal Sea of Thieves zu zocken. So, und so. Haben wir noch irgendwas zum Wegschmeißen? Das. Das können wir auch noch wegschmeißen. Und dann noch das Fass. Ah, sieht so aus, als würden wir den so nicht kriegen. So. Den erwischen wir. Nicht. Komm. So. Jetzt aber. Der will mich doch verarschen, ne? Und schnell noch den da. Komm. So und so. Ja, die Nägel müssen wir eben noch schnell rausholen. So, 20 Stück. Wird wohl reichen. Dann machen wir hier eine. Und hier eine. Und ich hoffe, wir haben jetzt kein Fass verpasst. Nö. Kein Fass. So, dann können wir auch schon mal gleich hier Anker lichten. Hat das beide auch noch in die gleiche Richtung aufgehen. Nice, das gefällt mir. Alles richtig gemacht haben wir. Und hops. Komm, ich will da hoch. Natürlich kriegen wir auch wieder Palmblätter. Man kann hier keinen Baum fällen, ohne Palmblätter zu kriegen. Nein. Aua. Okay, uns geht's noch gut. Kein Leben verloren. Immerhin. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nicht mal eine Schatztruhe. Vielleicht unter Wasser. Vielleicht sehen wir das. Und hier. Irgendwie. Irgendwo. Nope. Zumindest nicht von der Seite. Ja. Egal, dann gehen wir wieder aufs Schiff. Und ja, wir können schon behaupten, dass es ein Schiff ist. Autsch. Danke, Boris. Wir können behaupten, es ist ein Schiff. Und wir müssen die Richtung. Komm schon. Komm, noch ein bisschen. Ja, ja, ja. Wir müssen dran vorbei. Komm. War es wohl, glaube ich. Ja? Jetzt stecken wir hier fest. Der will genau, dass wir. Das Ding will genau, dass wir dagegen schwimmen.
Noch ein bisschen, komm. Komm, noch ein bisschen. So, jetzt dahin. Können wir jetzt ein bisschen auch gegenlenken. Das müssen wir jetzt schaffen. So. Ja, jetzt sind wir raus. Nice. Okay. Haben wir geschafft, hier uns auszumanövrieren. Super. So. Wie viele Planken haben wir? Einen Moment. Muss ich erstmal so. 13. Und Palmblätter. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Sehen wir zu, wie wir hier weiter ausbauen. Und vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.